Hey Leute, was geht? Wir sind hier gerade in einem neuen Roblox-Spiel, nämlich Adopt Me. Ich habe mir gedacht, ich teste einfach mal verschiedene, ja, ich sag mal Roblox-Spiele, weil ihr wünscht euch ja oft immer, dass wir in den Livestreams Spiele spielen und ja, das war eben eins davon, was gewünscht wurde und wir testen das einfach mal so ein bisschen, ja. Und am Ende gebe ich mal meine Bewertung vom Spiel ab, was ich davon halte, wie viel Punktzahl es bekommt, ja. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt. Wähle deine Lieblingsfarbe. Das will ich rot, weil, naja, mein Kanal ist ja rot gehalten. Ich bin eher rot in Roblox. Naja, rot-schwarz, besser gesagt. Aber, ja, willkommen in Adopt Me. Ja, lass uns den Tag gut schwungvoll anfangen, indem man natürlich modisch kleidet. Aha. Also erstmal gehen wir in die Garderobe hier. Was ist dein Stil? Eher Mädchen, eher Junge? Es gibt tausende von Outfits, aus denen Sie wählen können. Können Sie etwas Modisches finden, um zu tragen? Ja, ich bin John Junge. Und nu? Wechseln zu Baby? Oh, Baby Game Freaks, wie süß. Ach, jetzt kann ich hier alles machen, hier was ich möchte. Hier so den und den. Ist hier aber natürlich die Maske auf, ne? Jungskatalog? Was ist, wieso ist da ein Jungskatalog und wenn da. Hä? Verstehe ich nicht. Wieso ist das ein Jungskatalog, wenn da. Hier sind doch nur Frau Mädchenfrisuren. Das ist ja. Hier habe ich nur einen Jungs, aber. Nee. Ja, nee, weiß ich nicht. Halte ich erstmal nichts von. Kann ich nicht einfach so rumrennen, wie ich aussehe? Geht das nicht hier? Warte mal. Outfit speichern. Game Freaks. Speichern. Das nehme ich. Tragen. Laden speichern. Als Roblox-Server speichern. Ja. Dein Avatar macht sich fertig. Statte deinen Avatar mit Artikeln aus. Adopt Me und möchte folgende Änderung an deinen Avatar vornehmen? Nein. Hä, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte raus hier. Wow, du siehst unglaublich aus. Ich weiß. Ich weiß. Okay, ich sehe irgendwie komisch aus. Vielleicht so. Na egal. Also wegklicken hier. Also das ist mein Haus hier oder was? Oder wie? Oder wo oder was? Kann ich auch rausgehen hier? Ich möchte raus aus meinem Haus. Ne? Spiel jeden Tag, um bessere Preise zu erhalten. Heute gibt's Geld. Aha. Ja dann. So, und wo bin ich jetzt hier? Ready to adopt a fluffy puppy or a cuddly kitten. Ein Hund. Ich möchte einen Hund haben. Also wir werden gefragt, ob wir einen Hund haben möchten oder eine Katze. Toll, lass uns ins Kindergarten. Ja, ich will in den Kindergarten reingehen. Ne? Kindergarten ist schon, ja, ein paar Jahre her, aber egal. Also da ist der Kindergarten oder was? Tunnel zur Adoptionsinsel. Ach da, hä? Okay. Werde ich adoptiert oder was? Was ist das denn? Ich möchte gar nicht adoptiert werden, Leute. Was ist hier bitte los? Wo bin ich jetzt hier? Halli, hallo, hallo. Tunnel zur Nachbarschaft. Ist das hier so ungefähr wie Brookhaven oder sowas? Kann das sein? So RP? Ich habe keine Ahnung, Leute. Desert Egg. Event endet in 3 Tage. Nächste Aufgabe in 1 Tag. Okay, wow. Young Seas Lemonade. Da kann ich eine Lemonade. Ja, ich kaufe eine Limonade. Aha. Kann er trinken? Er schüttet sich das in ein Auge rein. Hä? Der schüttet sich das einfach in die Augen rein. Warum schüttest du das in die Augen rein? Du musst es in den Mund reintun und du musst sie ab. Egal, ich sag nichts dazu. Oha, der ist aber süß hier. Der Sandfisch. Ne? Der ist auch süß, der Affe. Na, wunderbar. Was ist das? Neugeboren. Aha. Und das? Wer bist du? Kann man nicht adoptieren? Gegenstand. Handeln. Mute. Ah, nee. Nee. So, ich schmeiße die Limonade weg. So, jetzt gehe ich hier rein. Und nu? Willkommen im Kindergarten. Ah, hier kann ich also Tiere adoptieren und eine Familie adoptieren. Ich adoptiere eine Familie, Junge. Ich bin Babys Haustier. Ich will ein Haustier haben, genau. Sir Wuffington. Hallihallo, Mensch. Ne, Hallihallo. Du siehst wie jemand aus, der einen Freund aus der Patsche helfen würde. Genau. Würdest du auf dieses Ei aufpassen? Selbstverständlich, ne? Wo ist das Ei? Wenn du dich gut darum kümmerst, wird daraus ein unvergleichliches Haustier schlüpfen. Aha. Um sich um Sir Wuffingtons Ei zu kümmern zu können, musst du erwachsen sein. Erwachsen werden. Also bin ich ein Erwachsener. Okay. Ich habe jetzt ein Beginner-Ei. Jetzt hast du ein neues Ei. Lass uns etwas finden, was wir machen können. Okay. Das ist sein. Aha. Okay, das ist hier mein Aufgabenboard. Und hier muss ich Aufgaben erledigen. Complete in need. Dein Ei hat Hunger. Tippe es an, um es zu füttern. Wie, du hast Hunger? Dann ess mal was hier, Kollege. Füttern. Was haben wir denn hier? Oh, so ein Sandwich, wa? Gönn dir mal. Oh ja. Ne, lecker Sandwich, Alter. Lass es dich schmecken. Jawohl. Ja, sehr gut, Leute. Hier nochmal Limonade. Kannst auch hier kommen. Trink die Limonade jetzt aus da. Komm, komm. Jetzt mach mal da hin. Trink mal alles aus da. Jawohl. Ja. Okay, jetzt habe ich ganz gut drauf wieder. So, Kollege. Wo gehen wir hin? Ne, Beginner-Ei. Netter Name. Achso, hier sind meine Aufgaben, ne? Ah, ja, stimmt. Erstmal hier, okay, wir müssen jetzt um unsere Bedürfnisse des Eis kümmern, damit es schlüpft. Aufheben. Okay, nicht fallen lassen. Nicht fallen lassen, Leute. Was gibt's hier so? Ach ja, klar. Nein, ich möchte gar nicht hier. Hä? Was ist los? Hallo? Na, nein, ich kaufe hier ganz bestimmt nichts. Nein. Wuff, er sieht dir ein Ei zu kaufen. Wuff, wuff. Er guckt traurig. Ich wäre enttäuscht, wenn du kein Ei kaufst. Wuff. Er bemerkt, dass du ihn verstehst. Wuff.
Wuff, aber bald nur. Vielleicht bist du zum Teil Hund. Wuff. Hä? Was? Holly, wer ist Holly? Katzen. Ich liebe Katzen. Willst du eine? Kaufe ein Ei und vielleicht kannst du eine Katze bekommen. Du hast eine Katze. Jetzt hör auf damit hier, mein armes Ei. Er hat schon Angst bekommen hier vor euch beiden, ne? Ich hab Angst vor euch. Ja, Junior, guck mal. Wassermondbär. Jetzt ist er weg. Wüstenei auf einmal. Kann ich auch ein Wüstenei haben? Ach, das kostet 57. Ich hab kein Geld dafür. Hier, willst du trinken? Geh mal trinken, Kollege. Ne? Alles leer trinken, wenn es geht da. Was ist das hier? Ah, okay. Was ist hier nochmal? Ach so, auch wieder. Ja, klar, natürlich. Ich kaufe hier alles, klar, natürlich. So, reicht doch mal langsam, ne? Jetzt ausbrüten, füttern. Es werden keine... Jetzt ausbrüten, Kollege. Brüt mal da aus, da, Kollege. Ach, kostet auch wieder. Ja, ist klar. So, jetzt reicht's auch mal langsam da, ne? Nicht mal ganze Zeit immer Wasser trinken. Andere wollen auch noch was haben. So, jetzt gehen wir hier wieder. VIP sind wir wahrscheinlich nicht. Komm, Ei. Komm, wir hauen ab hier. Die sind zu gruselig. Jetzt Familienhaus freischalten. Nee. Komm, Ei, wir gehen woanders hin. Die sind mir zu gruselig hier. Komm, wo gehen wir jetzt hin hier? Komm, du kannst auch selber mal laufen, ne? Tanzen? Oh Gott, pass auf das Ei auf, ey. Oh, pass auf das Ei auf. Gottes Willen, ey. Er schmeißt ganze das Ei da rum hier. Ich hab Durst. Dein Kollege hat Durst, Kollege, hallo. Der hat Durst. Dein Esel hat Durst. Er rennt da ganze Zeit mit dem Maultier rum, ey. Tja, was mach ich mit dir eigentlich? Wie schlüpfst du denn, Kollege, hier? Habe ich irgendwas für dich mit? Oh, die Schule beginnt. Oh, mein Ei muss in die Schule gehen. Komm, wir gehen in die Schule, Kollege. Okay, hallo, schönen guten Tag, junge Dame, hallo. Sie haben ja ein nettes Haustier. Das stinkt total. Welche Klasse musst du denn, Kollege? Hier, das bin ich ja. Wir stellen ein, 15 pro Minute. Aha, Emma ist auch da. Und welche Klasse musst du gehen eigentlich? Hier, geh mal in die Klasse hier, oder? Ich hab Durst. Ne, hier sind ja Haustiertrainer Shane. Komm hier, Kollege, komm, trink mal was und ess mal was da. Na genau, alles schön essen dann, ne? Und wie geht's euch so? JJ, alles gut mit deinem Haustier? Hallo? Okay. Na gut, nicht sehr gesprächig, Leute hier. Komm. Ne, auch mal was trinken, Kollege, ne? Auch mal was trinken, ihr Haustiertrainer. Was kannst du mir? Mach's gut, Kumpel. Komm wieder, wenn dein Ei geschlüpft ist. Ja, ist klar. Ne, mein Ei? Ja, komm. Schule beendet. Jawohl. Komm, jetzt reicht's aber langsam hier. Komm mit, wir gehen lieber hier. Die sind mir zu gruselig, Leute hier. Was ist hier? Ah, guck mal hier. Möchtest du dich hinsetzen? Komm, setz dich mal hin. Hinsetzen. Ich setz mich auch hin. So, was gibt's denn heute? Achso, ich mach Unterricht. Okay. Also, ne? Also, wir haben jetzt hier 2 plus 2, ja? Und was ergibt das, Kollege? Ich hab Hunger. Das ist die falsche Antwort. Na komm, dann erstmal ein Apfel, Kollege. Na komm. Also, irgendwie, also für die Schule ist er auf jeden Fall noch nicht geeignet, der Kollege hier. Beginner ist full. Oh, ein Hund. Euer. Reiten? Was? Fliegen? Tricks? Füttern? Hey, mein Apfel. Komm, ess nochmal einen Apfel hier, komm. Füttern. Ess nochmal einen Apfel, Kollege. Was hast du für ein Haustier? Wie heißt das? Hat das überhaupt ein Gesicht? Königliches Wüstenei. Verstehe ich nicht. Egal, auf jeden Fall haben wir jetzt hier heißes Zeug. Okay. Und was geht hier so ab, Leute? Was kann man hier so machen? Ach, hier ist auch noch Unterricht oder was? Nee, hier. Auch Essen. Sandwich. Willst du ein Sandwich haben, Hund? Füttern. Lass es dir schmecken, Kollege. Oh, Mann. Fliegen? Trinkt ein Haustier diesen Zaubertrank, kannst du auf ihn fliegen. Ach so, ja, klar, natürlich. Tricks? Kannst du Tricks, Kollege? Natürlich nicht. Füttern? Naja, füttern. Füttern kann ich die ganze Zeit, ne, Kollege? War ja klar, komm. Was kann man hier so machen? Möchtest du Bücher lesen, Kollege? Was ist das denn hier? Weiß ich nicht. Nee, mein Hund interessiert sich für Bücher nicht so, glaube ich. Komm, wir gehen woanders hin. Was machen die hier, die Leute? Nee. Hände waschen? Brauchen wir nicht. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen lieber hier. Wir haben genug in der Schule gelernt. Ne? Also, beziehungsweise du Hund, kleiner Hundi, ne? Was ist das für eine Tür hier? Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Falsches Haus? Hier ist einfach so eine Haustür gewesen. Hä? Wo bin ich jetzt hier? Da ist mein Zuhause auf jeden Fall. Verlassen. Ach so, ich bin wieder in meiner Anfangswelt, wo ich war hier, glaube ich, ne? Haus hier absetzen. Komm, du kannst auch alleine laufen, ne? Komm. Du bist ja noch jung. Komm. Put. Komm. Jawohl. Hier, Leckerchen. Heißes Zeug. Navigieren wir uns erstmal zu heißes Zeug. Komm, wir gehen mal zum heißen Zeug jetzt hin. Was gibt's denn noch so? Ein Fahrzeug kaufen. Man kann seinen Hund kleiden. Was kann man hier so? Adae Wong Hot Kakao. Okay, hier gibt's heißen Kakao auf jeden Fall. Aha. Komm, wir gehen mal hier wieder Gassi. Komm, put. Das war komische Beine, ey. Ja, Kollege, ne? Hier gibt's auf jeden Fall heißes Zeug. Spiele für 30 Minuten, um zu enthüllen eine Statue für 2 Tage. Aha, okay, nichts verstanden. Irgendwie irgendwas zu enthüllen. Muss ich 30 Minuten spielen. Das Rätsel des Sphinx endet in 3 Tagen. Das ist gar kein Problem. Alan, kleiner Mensch, um guten Abend. Alan, was ist das?
Die Sonne scheint hier draußen in den Dünen sehr heiß. Halt deine Augen offen, erlöse meinen Rätsel und erhalte eine Belohnung. All das nur wegen einem dummen Waschbären. Hab Geduld und nutze deine 30 Minuten sinnvoll. Nimm eine Statue und finde ihren Platz. Schau dir die verschiedenen Plätze genau an. Hast die Statue richtig angeordnet? Erhältst am Ende das königliche Wüstenei. Okay. Auf jeden Fall kommt die erste Statue in 15 Minuten. Okay, also das schaffen wir wahrscheinlich heute nicht mehr. Aber ist auch nicht schlimm. Was? Okay, also das ist jetzt hier irgendwie heißes Zeug. Das war irgendwie jetzt nicht so. Du kannst ein neues Fahrzeug kaufen. Ja, genau. Ich will zum... Ach so, hier kann man sich hier... Wieso ist das denn? Königliches Ei. Der hat eine Krone auf einfach. Der ist richtig krass. Der ist richtig krass. Da. Ja. Ah, er hat eine Königkrone. Ich sag nichts mehr. Ich sag dazu nichts mehr. Müssten. So, die Tür geht schon auf hier. Ja, der erwartet mich also. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo, Rich. Na, ich möchte ein Auto haben. Hallo? Guten Tag und willkommen im edelsten Laden der Stadt, dem Ausstellungsraum für Autos. Wahrscheinlich wirst du dir hier nichts leisten können, du darfst meine Autos aber gerne bewundern. Das ist aber nett, ne? Danke. Sehr nett von dir. Hm. Was kostet das hier so? Hm, Robux? Aha. Kann ich vielleicht ein Fahrrad kaufen? Ja, $75, Junge. Ja, und das hier, wie kostet das? Ja, klar. So, erstmal rot. Der Kauf erfolgt bei sich im Inventar. Ja, Rich, ne? Hast du mich angelogen, Kollege? Ich habe doch was gekauft bei dir. Hm, ja. Das merke ich mir, Rich, ne? Bis zum nächsten Mal. Mein Fahrrad jetzt hier. So, jetzt hier raus. Bicycle. Ne? Fahrrad ausrüsten. Auspacken. Ja, komm. Komm, put. Bisschen schneller. Ja, genau. Ah, voll cool. Jetzt habe ich ein Fahrrad. Okay, jetzt fahre ich nochmal zu meinem Haus rüber. Hier zu meiner Nachbarschaft. Na, komm. Kollege. Immer bei Fuß, ne? Immer bei Fuß hier. Komm. So. Ich tu mal mein Fahrrad einfach so parken hier so. Irgendwie hier so am Straßenrand hier. So stört es wahrscheinlich keinen so. Und jetzt bin ich hier mal ein Haus drin hier. Schönen guten Tag. Aha. Was ist das hier? Deaktivieren. Ach, das Licht kann ich deaktivieren. Ach so. Was ist das hier? Baden? Ich muss schlafen. Ja, du kannst gleich schlafen. Alles gut. Erstmal dich waschen müssen wir dich erstmal, ne? Ich gehe jetzt duschen. Neugeboren. Ja, ich gehe im Duschen und du gehst dich waschen und dann ist... Ich sehe nichts. Oh, alles qualmt hier so. Hey, alles gut mit dir? Das hört sich ja wieder so eine Sirene. Ertrinkst du ja gerade was? Ah, der ist eingeschlafen. Ach so. Hab schon gedacht, was ist mit ihm los hier? So eine Sirene? Einfach so eine amerikanische Sirene. Wo willst du dich denn hinsetzen? Hier schlafen? Trinken? Essen? Wo kann ich den schlafen legen? Hier im Bett rein aus. Hä? Hund. Hä? Ist mein Hund eingeschlafen hier? Kann ich dich nicht hier drauflegen irgendwie? Nein, nur ich. Hä, wo soll ich dich hintun, Kollege? Dein Haus hier braucht Schlaf. Lege es zu Hause oder in der Kita in ein Kinderbett. Ich bin ja zu Hause, aber wo ist mein Hundebett hier? Ich kann dich ja nicht auf dem Sofa hinsetzen, oder? Oder hier auch nicht. Und hier gibst du trinken und essen. Ja, keine Ahnung. Dann schlaf halt auf dem Sofa auch hier gut. So, abholen. Ne? Wir haben ein Fahrzeug gekauft, auf jeden Fall. Das hört sich auch komisch an, wirklich, muss ich sagen. Also, das ist wirklich nicht so. So, Haus bearbeiten. Möbel können wir hier... Ach, ja, okay. Mit Freunden bauen. Ja, ich habe keine Freunde hier, leider. Keine Freunde habe ich hier. Kann ich es trotzdem bauen? Ah. Pass auf, Bauarbeiter können das ganze Budget aufbrauchen. Bauarbeiter können keine aktuellen Möbel entfernen. Hab keine Freunde. Empfohlen? Nee. Ja, aber wo ist das gewesen? Warte mal, zurück. Hi, du stinkst hier, ey. Muss man ja mal baden gehen, Kollege, ey. Mann. Empfohlen. Display Stands. Podest für Tragbares. Nee. Haustierpodest. Kein Geld. Ach, da kann ich nicht drauf tun oder was? Warte mal. Aufheben? Place Item. Nee, da kann ich nur einen Gegenstand drauflegen. Hä? Wo kann ich dich denn hinsetzen, Kollege? Standardmöbel? Standardmöbel vielleicht? Schlafzimmer, Badezimmer, Babysachen, Haustiere, Katzenohrenläufer, Haustierfutternapf, günstige Haustierwanne, moderne Fressnäpfe. Kein Geld wieder hier. Eine Katze habe ich auch nicht. Verstehe ich nicht so genau. Let's go to the pool party. Ja, aber schläfst doch noch, Kollege. Ja, keine Ahnung. Also muss immer langsam hier baden gehen, ne? Schmutzig. So, jetzt wird einmal gewaschen. Aufstehen langsam, Kollege, wieder, ne? Wir müssen raus wieder. Ja, du bist zwar gerade erst geschlüpft aus dem Ei, aber egal. Da, jetzt glänzt du wieder. Siehst du? Alles wunderbärchen. Wir gehen raus jetzt hier. Was? Oh, ich bin da eingeschlafen. Oh. Ja, komm, dann müssen wir mit dir laufen jetzt, ne? Wir müssen jetzt zum... Wo müssen wir nochmal hin? Pool party. Dein Baby ist heiß. Nehme es zur Poolparty. Hungrig und müde. Okay, mein Hund ist müde, hungrig und Poolparty willst gleichzeitig. Aber nur eins davon geht, Kollege. Wo ist die Poolparty? Dahin ist die Poolparty. Roblox sucht, die hat dir eine Party einladung geschickt. Keine Zeit. Ich habe leider keine Zeit, Kollegens. Das ist hier die Poolparty oder? Oder wie, oder wo, oder was? So, dann, Kollege, geh mal jetzt hier. Ja, jetzt gehe ich ja schwimmen hier. Wie komme ich hier hoch wieder? Hallo, bitte hoch. Ja. Sauf Bienchen. 209. Okay. So, Kollege, jetzt runter mal von mir hier. Schlafen kannst du selber hier. Was soll das denn hier? Am Schlafen wieder hier. Hä? Na gut, komm.
Na komm, Kollege, dann gehen wir halt ins Tierheim. Oder zum Pet Shop, besser gesagt. Es macht da keinen Sinn, ne? Hier Pool Party. Ah doch, der kriegt gerade Pool Party, ne? 70% gerade. Ah, der hat gerade Pool Party, der Kollege. Warte mal, wir warten noch bis 100%. Ah, wird immer mehr. 83. Na, nur noch ein bisschen. Jetzt haben wir gleich 90. So, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Pool Party.